Sandra Angerer und Björn Graf Bernadotte, ein Traumpaar am Tag ihrer Hochzeit im Mai 2009. Seine Sandra wurde an diesem Tag zur Gräfin Bernadotte. Der Graf im Glück, beide haben Ja gesagt, die Blumeninsel im Sonnenschein. Doch jetzt ist Schluss. Die Lokalpresse vermeldet das Ende einer blumigen Liebe. Und am Bodensee ist die Trennung von Graf Björn und seiner Sandra heute Gesprächsthema, so wie hier in Konstanz. Ja, passiert. Es gibt auch bei den normalen Traumhochzeiten und die gehen dann in die Brüche. Ist halt einfach so, leider. Man muss jetzt ja nicht nur verheiratet bleiben, weil man adlig ist. Wenn es nicht passt, dann passt es nicht. Dann sollen sie in Ruhe auseinandergehen und nicht erst ein großes Trara machen. Großes Trara mit Prominenz aus Politik und Gesellschaft gab es bei der Hochzeit vor knapp 10 Jahren. Das Haus Baden war vertreten. Es war wie eine Operette mit Anneliese Rothenberger. Auch Liselotte Pulver und Caroline Reiber waren da und hatten nur einen Wunsch für Björn und seine Sandra. Einen wunderbaren, einen glücklichen und einen sehr langen gemeinsamen Lebensweg. Doch zuletzt lag nur noch Schatten über der Beziehung des einstigen Traumpaars von der Mainau. Keine Details von der Insel, nur so viel. Sie haben sich getrennt, der Rest sei Privatsache. Und das nach nur knapp 10 Jahren. Schade, sagen die Menschen am Bodensee, denn Trennungen schmerzen immer. Das ist bedauerlich, weil man immer das Gefühl hatte, das ist eigentlich ein sehr harmonisches Paar und haben viele gute Ideen zum Weiterbringen, auch für die Mainau selber. Es ist schade, dass sowas passiert, aber das sind Menschen wie wir. Und wer weiß schon, wie das ausgeht. Das Leben ist halt so, manchmal passt es nicht mehr. Kann ich verstehen. Ein schönes Paar hat sich getrennt. Denn sie konnten kein Glück mehr finden in ihrem Schloss auf der Blumeninsel im Bodensee.